Okay. Willkommen zur Einführung zum 3D-Druck unter Linux und zwar besser gesagt zur Modellierung unter Linux. Denn wir haben das jetzt in den letzten Jahren gesehen, 3D-Drucker sind immer geläufiger geworden. Einstiegsmodelle findet man jetzt um die 200 Euro. Und die Leute gehen dann auf Webseiten wie Thingiverse oder Thanks 3D oder Cult 3D, holen sich ein paar Modelle runter, drucken die und nach einer ersten Euphoriephase nutzen die Dinger nichts mehr. Die legen einfach in einer Ecke und das Problem ist nämlich, fertige Modelle zu drucken ist einfach. Man packt die einfach in den Slicer rein, in den Drucker rein, das druckt. Aber diese Modelle selber zu entwerfen, das ist eine andere Sache. Und die meisten Zeichenprogramme wie Blender oder FreeCAD, die haben halt eine sehr steile Lernkurve. Und diese Einstiegshürde bremst die meisten Leute aus. Und dabei gibt es eine sehr einfach zu meisternde Alternative mit OpenSCAD. Speziell Personen mit Dyspraxie-Problemen, wie ich jetzt zum Beispiel, sobald die eine Maus anfassen müssen, ist es eine Katastrophe. Und der Frust mit den Mesh-Verzerrungen zum Beispiel in Blender, dann fast nicht lösen kann. So, dieser Vortrag wird jetzt sich hauptsächlich um die Designphase kümmern, aber wir werden trotzdem mal sehen, wie jetzt das Ganze hier mit dem 3D-Druck funktioniert. Sprich, was ist schon mal 3D-Druck? 3D-Druck, das ist etwas, das geht in die 80er Jahre zurück. Das gehört zur Kategorie des Rapid Prototyping. Das heißt, man will eine schnelle Entwicklung haben. Man will nicht eine Fertigung von speziellen Modellen haben, sondern man will diese Modelle so schnell wie möglich produzieren, damit man sie testen kann. In diesem Rapid Prototyping kümmern wir uns jetzt um FDM. Ja, es gibt noch ganz andere Technologien, über die wir nicht die Zeit haben, darauf einzugehen. Fusion Deposition Method, das heißt, da wird Kunststoff schichtweise aufgetragen. Es gibt auch mittlerweile Laser sind dann wieder. Aber wir kümmern uns hauptsächlich um die Billig-3D-Drucker und die funktionieren alle mit dem Auftragen von dünnen Schichten von Plastik. Jetzt, ich kann mal hier diese Seite teilen. Ich teile gerade mal den Desktop. Share. So. Ein bisschen langsam. So. Da haben wir hier unseren verschiedenen Typen von 3D-Druckern. Da haben wir zum Beispiel jetzt ein Laser-Hard-Sinter-System. Hier haben wir drei verschiedene Arten von Galgendruckern, die eben mit unserem Filament arbeiten, das da reingespeist wird. Hier haben wir noch einen Scara-Drucker, einen Delta-Drucker. Ne? Wenn wir jetzt zur Geschichte gehen, das hier waren die ersten RepRap-Drucker. Das war wirklich, also Anfang der 90er Jahre. Das Problem ist, dass das ganze System wurde lange Zeit von Patenten zurückgehalten und erst ungefähr 2009 ist das Ganze wirklich explodiert mit MakerBot, Prusa und den ganzen Abkömmlingen von diesem RepRap-Drucker. Nur um zu sagen, dass heutzutage wird auch mit Ton gedruckt, mit Beton oder Erde einfach. Ganz einfache Erde. Ne? So. Da haben wir jetzt einen kleinen Geschichtsüberblick, den könnt ihr euch anschauen. Und sonst hier, wie funktioniert das Ganze? Wir fangen hier unten beim Modell an. Da wird ein Modell erstellt. Von diesem Modell, das wird übertragen in eine Netzstruktur. Da haben wir diese famose SDL-Beschreibung, die man auch von Thingiverse oder anderen Orten runterladen kann. Diese Netzbeschreibung wird geschnitten in Ebenen und als G-Code dann zum Drucker geschickt. Und wir werden uns jetzt hier hauptsächlich um diesen Schritt hier kümmern. Also, das haben wir gemacht. Zack. So, also. OpenSCAD. Das ist an sich in jeder Linux-Distribution mit dabei. Also am einfachsten wird das als Paket vom System her installiert. Sonst könnt ihr das auch als App-Image runterladen. Oder, was ich weniger empfehle, als Snap-Installation. Weil für mich ist Snap nicht komplett frei. Der Aufruf ist wie üblich über Menü. Also hat man ein Menü. Oh, das ist aber Alarm. Naja, wie auch immer. Oder halt über die Shell wird OpenSCAD aufgerufen. Und OpenSCAD, das sieht dann so aus, wenn man das als erstes aufruft, dann
sieht das so aus. Da hat man dann hier so links den Code, hier das Modell, das dargestellt wird, und rechts ein Customizer. Hier unten haben wir eine Konsole, die eventuelle Fehler anzeigt. Das Bild hier, das kann man nicht mit der Maus hier jetzt verändern. Das wird nur mit dem Code hier links verändert. Allerdings kann man das jetzt hier drehen und mit der Maus hier ein bisschen verschieben. Man kann dann, wenn die Sichten daneben sind, also zum Beispiel kann man das hier wieder zentrieren lassen oder man kann das hier von oben anschauen lassen, von vorne, wie auch immer. Aber das ist nur als Anschauung da. Ja? Wenn man jetzt mit diesem Modell mit der Schnellvorschau zufrieden ist, kann man das dann kompilieren lassen und dann exportieren als STL. Ja? Ich mache mal hier Customizer und Code wieder zu, weil wir schauen uns das Ganze noch ein bisschen anders aus an. Nämlich, ups, nicht zu schnell. Hier habe ich jetzt eine Konsole, also einen Terminal mit meinem Vim-Code. Ja? So, dieser Vim-Editor ist jetzt angepasst. Da gibt es ein Plugin für OpenSCAD. Und da kann man jetzt hier den ganzen Code, den wir vorhin gesehen haben, den haben wir auch hier drin. Allerdings kann ich hier leichter navigieren und editieren. So, wenn ich jetzt noch hier weitergehe, was brauchen wir noch, um jetzt mit OpenSCAD zu arbeiten? Ihr seht, hier habe ich eine Webseite. Das ist das OpenSCAD Cheat Sheet. Das kann ich nur empfehlen. Und da haben wir jetzt unsere verschiedenen Anweisungen und Gruppen von Anweisungen, die wir hier benutzen können. Das erste ist hier die Syntax. Da sieht man, dass man hier zum Beispiel Variablen erzeugen kann. Das werden wir gleich sehen. Das ist etwas, was wir viel benutzen werden. Allerdings muss man aufpassen, es sind keine Variablen im Programmierstil, weil das hier ist eine Darstellung. Wie ihr seht, diese Darstellung verändert sich nicht in der Zeit. Sprich, die Variablen, und das ist die große Falle vom OpenSCAD, sehen wie Programmiervariablen aus, haben aber zu jeder Zeit nur einen Wert, nämlich den zuletzt zugewiesenen Wert. Wenn man wie ich aus der Programmierung kommt, dann wird man da ohne Ende Probleme damit haben, mit diesem Konzept. Der nächste Punkt, der eventuell interessant ist, sind hier, man kann Funktionen erzeugen. Diese Funktionen geben in der Regel irgendwelche Werte zurück, wobei eine Liste auch ein Wert ist. Und sonst haben wir Module, damit kann man dann Zeichenelemente zusammenfassen. Dann hat man, wie im PHP üblich, Include und Use. Das funktioniert wie im PHP, das heißt Include to textuell einfügen. Das ist so, als ob dann an der Stelle der Text steht. Oder Use, da werden nur Funktionen und Module übertragen. Und dann fangen wir mal gleich an zu zeichnen. 2D ist nicht so prickelnd, aber 3D, da sieht man gleich, hier hat man Kugel, Würfel, Zylinder, Polyhedron und andere Elemente. Dazugehörig haben wir dann Veränderungen. Ich kann mein Element dann verschieben, ich kann es drehen, ich kann es vergrößern oder verkleinern, ich kann es spiegeln und so weiter. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Und was uns auch noch interessiert hier in dem Cheat Sheet, das sind die Boolschen Operationen. Nämlich zusammenfügen, nur die Differenz nehmen oder nur die Schnittmenge nehmen. Eventuell, wenn wir noch Zeit haben, schauen wir uns gerade noch eine Schleife an. Aber mehr oder weniger sind wir jetzt hier mit dem, was wir heute machen werden, durch. Gerade noch eine Sache, 3D, hier genau. Wir werden uns noch hier das Rotate Extrude anschauen. Zu dem Cheat Sheet ist es so, das ist wirklich gut gemacht. Ihr habt hier die generelle Übersicht. Und wenn ihr Hilfe zu irgendwas braucht, klickt ihr einfach auf den Link und das Ganze ist ziemlich verlangsamt. Und dann kriegt man hier die Hilfe zu diesem Element. Ja, mit einem Beispiel und einer visuellen Darstellung. Gehen wir zurück. So, jetzt. Was wir uns anschauen werden jetzt, ist tatsächlich, und da, wenn mein Moderator da jetzt den Code publizieren könnte, weil ich sehe jetzt momentan nicht, was da passiert, und die Thingiverse-Seite.
Wir werden heute als Beispiel ein kleines Projekt nehmen, das ich auf Thingiverse publiziert habe. Das sind so Blasrohrpfeile. Und da werden wir schauen, wie wir das machen. Für den Customizer in Thingiverse, damit sich jeder seine eigenen Sachen machen kann, haben wir hier eine Anzahl Variablen deklariert. Diese Variablen, die erlauben es mir jetzt zum Beispiel hier den Durchmesser von meinem Pfeil zu sagen, die Wanddicke, die Dicke des Innenzylinders und die Länge und solche Sachen. Und hier sehen wir gleich, hier haben wir jetzt einen Aufruf von einem Ding, das heißt Kegelflossen 1. Und was ist Kegelflossen 1? Das ist hier ein Modul. Und wenn wir jetzt hier schauen, da haben wir hier ein Modul, den Namen vom Modul und eine Parameterliste. Jetzt haben wir hier ein paar Variablen erzeugt und was uns jetzt hier interessiert, ist diese Zeile. Da wird jetzt ein Zylinder erzeugt und wir sehen hier ein Zylinder mit zwei Durchmessern, sprich das ist ein Kegel. So, dieser Kegel hat also meine zwei Durchmesser und eine Länge. Ganz wichtig hier für den 3D-Druck ist, dass man keine Null-Schnittmengen macht. Das will ich mal schauen. Ich schaue gerade mal, ob es dann auch irgendwelche Fragen gibt. Dann muss ich hier wieder zurück. So, also beim 3D-Druck ist es so, dass wir reelle Objekte produzieren. Also zum Beispiel hier habe ich ein Beispiel hier von meinem Pfeil. Ich weiß nicht, ob man den richtig sieht. Da habe ich jetzt einen Draht durchgesteckt. Ich habe noch andere Modelle hier mit dem großen Zahnstocher. Diese Objekte sind also reelle Objekte. Und Null gibt es in der Natur so nicht. Wenn man etwas drucken will, heißt das, man muss etwas an einer Stelle drucken oder man muss es nicht drucken. Aber jetzt eine Spitze, wie definiert man eine Spitze? Die tendiert ja gegen Null. Und das bringt den 3D-Drucker absolut durcheinander. Das heißt, man muss immer darauf aufpassen, dass bei allen Schnittmengen und zwar auch, wenn man Elemente zusammenfügt, dass man einen ganz kleinen Versatz reinmacht, damit es keine Nullschnittmenge gibt, sondern dass es immer eine Überlagerung gibt, immer eine reelle Fläche. Und wenn ich das jetzt wieder hier meinen Code anschaue, so, dann schwere ich wieder den Bildschirm, zack, dann kommen wir hier wieder hin. Wenn ich mir jetzt das hier anschaue, dann sehe ich hier, ich habe immer eine ganz kleine Zahl eingegeben. Diese kleine Zahl wird sicherstellen, dass mein Modell gültig ist. Es gibt das Konzept von der Mannigfaltigkeit der Polygone. Das könnt ihr euch nachlesen oder mich nachher fragen, wenn euch das interessiert. Das ist also wichtig. Hier seht ihr nur, das ist in der Programmierung üblich, das ist so ein trinärer Ausdruck. Wenn die Bedingung wahr ist, dann ist es der erste Ausdruck. Wenn nicht, der zweite Ausdruck, das ist einfach nur, um sicherzustellen, dass wenn die Benutzer im Customizer Unfug machen, dass dann mein Modell nicht explodiert. Also, jetzt sehen wir hier, dass unser Modell ist einfach unser Kegel. Ja, aber wir haben gesehen, das entspricht nicht unbedingt dem Modell, das ich machen möchte. Aber wir sind schon einen Schritt weiter gekommen. Ups. Nochmal. So. Wenn ich das jetzt hier abspeichere, seht ihr, dass jetzt links offensichtlich nichts passiert ist. Aber wir schauen uns mal, was wir hier jetzt gemacht haben. Hier haben wir, ihr seht immer, ich habe den Kommentar hinten dran gelassen, Außenkegel, Außenkegel. Wir haben hier immer noch unseren Außenkegel. Aber jetzt haben wir hier einen zweiten Kegel. Dieser zweite Kegel, seht ihr, da ist der Durchmesser ein bisschen kleiner, nämlich um Wanddicke und die Länge auch. Und wie ich vorhin gesagt habe, das Aufpassen mit den Schnittmengen, ich habe den ganzen Kegel auf der Z-Achse um ganz, ganz wenig runtergemacht. Und hier haben wir unseren Boolschen Ausdruck, der macht eine Differenz. Und wenn ich mir jetzt das Modell anschaue, seht ihr, ah, tatsächlich, ich habe meinen Kegel ausgehöhlt. Das, was jetzt interessant ist, ist noch hier eine spezielle Variable. Ihr seht, dass die Außenseite vom Kegel ist glatt. Die Innenseite ist kantig. Das tue ich hier über die Anzahl Polygone, die ich ja haben will, definieren.
Hier habe ich gesagt, ich will, dass die Außenseite 100-fach unterteilt wird. Und dadurch wird sie glatt. Und das muss man dann sparsam machen, weil das kostet natürlich Rechenleistung. So, jetzt haben wir unseren ausgehöhlten Kegel. Aber das ist noch kein Pfeil. Ups, eins zu viel. Dritte Modifikation. Ihr seht, wir sind immer noch, ich tue immer den Code duplizieren. Wir haben hier immer unseren Außenkegel, von dem haben wir jetzt den Innenkegel abgezogen. Und jetzt füge ich hier einen Innenzylinder dazu. Und der ist jetzt hier. Den habe ich auch noch rot gefärbt, nur um es zu zeigen. Ne? Das hier, das brauche ich als Verstärkung für meine Nadel oder für meinen Zahnstocher. Ne? Und weiter geht's. Auch das schrittweise, damit ihr jeden Schritt mitverfolgen könnt. So, hier. So, was haben wir jetzt hier? Was haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben jetzt hier um unser Element, also um den Außenzylinder, von dem wir den Innenzylinder abgezogen haben, und dann eine Verstärkung reingemacht haben. Dann machen wir ein Union draus. Dieses Union macht aus diesem ganzen Zeugs hier ein Element. Warum macht das ein Element? Weil unsere Differenz macht eine Differenz aus zwei Elementen. Da ich von dem Ganzen jetzt hier das Loch für meinen Stecken oder für die Nadel machen möchte, muss ich das von allem abziehen. Also habe ich das hier zusammengefasst. Und jetzt seht ihr, kommen wir jetzt schon in Richtung von dem, was unsere Nadel ist. Und ihr seht das, jetzt mit relativ kleinen Schritten haben wir jetzt so ein relativ komplexes Element gemacht. Jetzt kommt noch etwas anderes hinzu. Wenn wir das jetzt ausdrucken, ich wechsle mal wieder auf die Kamera. So, wenn wir das jetzt ausdrucken, dann kann, ich weiß nicht, ob man das so sieht, hier, ist scharf gestellt, kann sowas passieren. Also ich weiß nicht, ob man das gut sieht, aber das Ding hier ist abgebrochen. Es wurde fast komplett gedruckt. Und im letzten Moment muss der Kopf irgendwie dran gestoßen sein und hat das abgebrochen. Warum? Weil, wenn ich das jetzt hier anschaue, dann sehe ich hier, dass die Unterkante hier entsprechend, mach mal den Editor wieder nach vorne, so, damit das Bild hier nicht stört. Diese Kante hier ist eben Wanddicke, hatten wir gesagt, dick. Das ist nicht so dick, das Element ist aber relativ hoch. Es kann also leicht abbrechen. Beim 3D-Druck muss man auf sowas aufpassen. Ich kann da jetzt ein Floß drumherum drucken lassen. Das wird dann in eine größere Fläche ein Gitter drunter setzen und dann wird mein Pfeil auf dieses Gitter draufgesetzt. Dieses Floß verbraucht aber natürlich Energie und Material und nachher muss ich dann meine Kante hier unten entsprechend säubern. Eleganter ist es, wenn ich hier jetzt unten, aber nur unten, jetzt den ganzen Fuß versetze. Und auf einfache Art und Weise mache ich das, indem ich hier einen von meiner Innenform, nicht die ganze Innenform wegnehme, sondern hier von der Innenform oben den Kegel wegnehme und hier einen Gegenkegel mache, ja, den ich hier von unten abziehe. Und das ist das, was ich jetzt bei dem Kegel 5 machen werde. Also, dann gehen wir auf Kegel 5. So, wenn man sich das jetzt anschaut, haben wir hier die Nadel, da haben wir den Innenzylinder und hier haben wir noch den Außenkegel. Und was jetzt hinzugekommen ist, ist dieser Krempel hier. Das sieht kompliziert aus, aber ihr werdet sehen, es ist nicht so kompliziert. Hier, also habe ich ein bisschen Geometrie betrieben, einfach nur um auszurechnen, wie hoch ich den Innenkegel setzen muss. Und hier seht ihr, da haben wir unsere alte Aushöhlung, aber die haben wir jetzt ein bisschen kürzer gemacht, nämlich Umwanddicke. Ja, das sieht man hier, da ist der Kegel um Wanddicke höher. Das heißt, wir haben jetzt hier oben das Zeug ausgehöhlt
Jetzt machen wir den Fuß. Und dann benutzen wir hier das Intersection, den boolschen Ausdruck. Und dann haben wir hier unseren üblichen Außenkegel. Also hier haben wir das Teil hier. Und jetzt tun wir davon die Schnittmenge machen mit unserem invertierten Kegel. Der Kegel, der hier so runterschaut. Und wenn ich das jetzt hier ausführe, seht ihr, ich habe tatsächlich hier, man sieht hier, den Schnitt von diesem Innenkegel, der hier, die Spitze ist dann nach unten, ne? Und der verdickt mir dann einfach nur die Unterseite. Gut. Gibt es da vielleicht schon dazu irgendwelche Fragen? Wenn ja, könnt ihr die jetzt schon stellen, sonst machen wir weiter und schauen uns eine zweite Möglichkeit an, jetzt, um unser Element zu machen. Wenn ich jetzt hochgehe, seht ihr, dass ich hier eine andere Möglichkeit habe, um das Ganze zu machen. Weil das habe ich jetzt hier einfach nur mit Standard-Elementen gemacht. Ups, nee, das war falsch. Polygonkegel wollte ich, genau, wo ist er da? Da ist er. Polygonkegel. Da gehen wir jetzt mal zu Polygonkegel runter. So. Hier seht ihr, dass ich einfach nur wieder ein paar Tests mache. Das Assert kann eventuell interessant sein. Testet eine Bedingung und wenn die Bedingung nicht stimmt, dann springt es raus mit der Fehlermeldung. Hm? So, hier habe ich einfach nur bisschen Geometrie betrieben. Warum? Weil, jetzt schauen wir uns mal das hier an. Hier habe ich jetzt einen Vektor gemacht. Diesen Vektor, den habe ich jetzt per Polygon als 2D-Objekt mal ausgetragen. Und ihr seht hier, wir gehen einfach von 0, 0 auf die Länge. Ja? Also von 0, 0 auf die Länge. Und dann auf 0 die halbe. Ja? Also wenn ich das hier anschaue, seht ihr, 0, 0 bis L. Und hier die halbe. Und davon jetzt mache ich eine Rotation. Und tue das extrudieren. Und hopp, jetzt habe ich auch einen Kegel. Seht ihr das? So. Wenn ich das jetzt hier, mein Element jetzt ein bisschen verkompliziere, seht ihr jetzt, da gehe ich hier, fange ich hier oben an. Ne, von L auf die halbe, 0 die halbe. Dann hier auf Umwandstriche zurück. Ne, und deshalb hatte ich oben die Geometrie, da habe ich ausgerechnet, wo dieser Punkt ist. Und ihr seht, hier haben wir hier unsere vier Punkte, die jetzt hier unser Element darstellen. Wenn ich da auch jetzt das rotiere und das dann extrudiere, seht ihr, habe ich jetzt mit einfachen Mitteln meinen Hohlkegel erzeugt. Hm? So, jetzt kann ich jetzt, und das ist der Vorteil von dieser Methode, jetzt hier das verkomplizieren, wie ich es wünsche. Ja, da seht ihr jetzt, hier habe ich jetzt meinen Standfuß hinzugefügt. Ja, das sind hier diese zwei Punkte hier. Die habe ich noch hinzugefügt. Das ist nur Geometrie, die muss man dann, Schulgeometrie, ne, das muss man sich dann ein bisschen ausrechnen. Hm? Und da genau das Gleiche. Ups. Na, da ist jetzt. Oh. Wenn ich jetzt hier mein Rotate Extrude mache, haben wir jetzt unser Ding mit dem Fuß. Ne? Und als letztes Beispiel habe ich dann das komplette mit der Innenbohrung. Wenn wir uns jetzt gleich hier das Polygon anschauen. Da sehen wir hier, haben wir jetzt unsere Innenbohrung. Das habe ich dann ein bisschen so gemacht. Ne? Und wenn wir das jetzt rotieren, haben wir dann unseren kompletten Pfeil. Ne? Und wie gesagt, mit dieser Methode kann ich den jetzt gestalten, wie ich will. So, ganz kurz noch, schauen wir uns noch
So. Ja, doch, da Pfeilflossen. So, Modul Pfeilflossen. Gerade noch ganz schnell, wie man eine. Na, wo ist es vor? Jetzt gelandet. Ja, jetzt gehen wir runter hier. Das ist das komplette. Das ist eine Kaffee. Wo waren das? Da, hier. Doch dort. So, also hier. Da sehen wir jetzt hier, haben wir eine Vorschleife. Hier, könnt ihr mir glauben, da machen wir einfach nur eine Pfeilflosse. Ja. Wir haben jetzt nicht viel Zeit, um das noch zu machen. Und mit der Vorschleife wird jetzt der gesamte Code unter dem Union hier, also das ganze Zeugs hier, wird dann entsprechend dupliziert. Und zwar wird jedes Mal, gehe ich von 0 bis 360, im Schritt 360 geteilt durch die Anzahl Flossen, die ich will. Diesen Winkel, den benutze ich jetzt, um die Z-Achse zu rotieren. Und druck jetzt meine Flossen aus. Sprich, wenn ich das jetzt nochmal schaue, habt ihr gesehen, hier oben hatte ich meine Anzahl Flossen. Und wenn ich jetzt hier meine Pfeilflossen mache, so, wo waren das hier? Pfeilflossen, da. Habe ich hier meine Pfeilflossen, ne? Da hatte ich noch ein paar Farben reingemacht. Ne? Dann seht ihr, das wird dann hier dupliziert. Ne? Jetzt, um das Ganze noch abzuschließen, ne? Jetzt haben wir hier ein triviales Beispiel benutzt, weil Blasrohrpfeile sind jetzt nicht unbedingt das Nützlichste. Aber ihr seht, dass mit ganz einfachen Mitteln kann ich jetzt zum Beispiel ein Gehäuse für einen Raspberry Pi machen. Was man wissen muss, ist, dass der Schritt 1 in OpenSCAD entspricht einem Millimeter dann auf dem Drucker. Ich kann die Gehäuse gestalten, wie ich will. Ich kann sie mir fertig runterladen. Ich kann sie selber anpassen. Ich habe Regenrinnenadapter gemacht. Ich habe Staubsaugeradapter gemacht. Ich habe also die Anzahl Anwendungen im Haus sind absolut enorm von diesem ganzen System. Und alles, was ich machen muss, ist, dass ich jetzt hier, wenn ich jetzt mein Modell habe, muss ich das jetzt hier kompilieren. Ja. Ups, na gut, da hat es offensichtlich irgendein Problem gegeben, aber jetzt nur um zu zeigen, das exportiere ich nach SDL. Ja, dann kann ich das hier nach SDL kompilieren. Hier habe ich dann einen Slicer, zum Beispiel Cura, ja, der auch extrem lahm ist. So, da habe ich dann hier mein Modell, hatte ich schon eins vorgeladen. Mache ich ein Slicing und das kann ich dann zum Drucker schicken. Und dann habe ich mein echtes Objekt und ich kriege zum Schluss eben was Echtes raus. Ne? Okay, ich habe meine halbe Stunde gemacht. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne. Ne? Ihr könnt mich auch bei Matrix kontaktieren. Ich kann auch eventuell noch den Matrix-Link schicken. Ja, genau, die Erweiterung für Vim. Das Einfachste ist, wenn man Vim-Plug benutzt und dann ist es einfach OpenSCAD. Ja, aber ich kann das dann noch definitiv noch raussuchen und wir können das dann noch im Chatraum nachbessern. Okay? Vielen Dank fürs Zuhören.